Die ganze Welt kennt sein Gesicht. Seit Beginn des Ukraine-Konflikts ist neben Wladimir Putin nämlich vor allem ein Mann ständig in den Nachrichten: Volodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine. Auch wenn man seine Auftritte bei politischen Reden kennt, weiß kaum jemand, wie sein Leben hinter den Kulissen aussieht. Deshalb wollen wir euch in diesem Video zeigen, wie Selenskyj seinen Alltag als Präsident und als Privatperson bestreitet und euch dabei einige interessante Hintergründe aus seinem Leben präsentieren. Es wird nicht nur interessant, sondern auch beeindruckend. Bevor wir Selenskyjs aktuellen, nicht ganz so alltäglichen Alltag beleuchten, wollen wir euch den Präsidenten der Ukraine zuerst einmal vorstellen und euch zeigen, wie Selenskyj zu dem wichtigen Mann wurde, der er heute ist. Geboren wurde der aktuell 44-jährige Politiker im Jahr 1978 unter dem Namen Wladimir Alexandrowitsch Selenskyj in der Großstadt Kryvyi Rih, die heute in der südlichen Ukraine liegt, damals aber noch zur ukrainisch-sozialistischen Sowjetrepublik gehörte. Schon früh wurde Selenskyj mit dem Schrecken des Krieges konfrontiert, auch wenn er als Kind selbst keinen erleben musste. Denn als Sohn einer jüdischen Familie wuchs Selenskyj in einer jüdischen Gemeinde auf. Sein Großvater kämpfte im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland und zahlreiche Familienmitglieder fielen der menschenverachtenden Politik des Dritten Reichs zum Opfer. Trotz der traurigen Familiengeschichte gelang es Volodymyr Selenskyjs Eltern Alexander und Rima jedoch, ihrem Sohn eine weitestgehend unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Selenskyj wuchs teils in der Ukraine und teils in der Mongolei auf, wo seine Familie aufgrund einer Versetzung seines Vaters zeitweise lebte. Als Kind war er dabei vor allem fleißig in der Schule. Dies erwarteten seine Eltern allerdings auch, denn als Ingenieurin und Professor für Kybernetik, der ein Universitätsinstitut leitete, war ihnen die Bildung ihres Sohnes äußerst wichtig. Und so verwundert es natürlich auch wenig, dass Selenskyj 1995 das Gymnasium mit dem Abitur abschloss und anschließend erfolgreich ein Studium der Rechtswissenschaft an einer renommierten Wirtschaftsuniversität absolvierte. Hier lernte der Ukrainer übrigens auch seine spätere Frau Olena kennen und lieben, mit der er mittlerweile zwei Kinder hat. Danach wollte Volodymyr Selenskyjs Laufbahn jedoch eine kuriose Wendung nehmen. Denn tatsächlich fing der damals 19-Jährige nach seinem Studium nicht an, als Jurist zu arbeiten, sondern gründete eine Kabarettgruppe und tourte etliche Jahre mit komödiantischen Programmen durch verschiedene Länder. Auch für völlig verrückte Auftritte, wie beispielsweise mit heruntergelassener Hose vor Publikum Klavier zu spielen, war sich der spätere Präsident nicht zu schade. Während dieser Zeit arbeitete er auch als Schauspieler, Produzent und Drehbuchautor und lieh als Synchronsprecher dem Bürgermeister im Animationsfilm Horten hört ein Hu seine Stimme. Seinen landesweiten Durchbruch sollte Selenskyj dann im Jahr 2006 als Kandidat der ukrainischen Version der beliebten TV-Show Dancing with the Stars haben, die er letztendlich sogar gewann. Danach wurde es dann völlig kurios. Nachdem Selenskyj ab 2015 nämlich in der Fernsehserie Diener des Volkes einen Geschichtslehrer gespielt hatte, der aufgrund seiner Ehrlichkeit zum Präsidenten der Ukraine gewählt wird und die Korruption im Land beendet, ließ sich Selenskyj nämlich auch in der Wirklichkeit als Präsidentschaftskandidat aufstellen. Das Ganze war damals ein Riesenmedienspektakel, auch außerhalb der Ukraine. Und tatsächlich gewann der Schauspieler dann auch die Wahl und ist seit 2019 nun offiziell Präsident der Ukraine, die er seitdem versucht, zu einem freieren, moderneren Land zu machen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist Selenskyjs Arbeitsalltag seit dem russischen Überfall auf die Ukraine komplett auf den Kopf gestellt. Fast rund um die Uhr ist er in Meetings, versucht Unterstützung zu besorgen, hält politische Reden, trifft strategische Entscheidungen und versucht sein Volk mental und physisch zu stärken. Dennoch beginnt ein Tag in seinem Leben inzwischen wieder früh am Morgen mit dem Frühstück im Kreise seiner Familie, die aus Ehefrau Olena
und den beiden 18- und 9-jährigen Kindern Alexandra und Kirillo besteht. Da Selenskyj diese aus Sicherheitsgründen von Jahresanfang bis Sommer nicht sehen durfte, genießt er das gemeinsame Frühstück nun umso mehr. Aus Zeitgründen und für die Proteinzufuhr ist er übrigens laut einigen Quellen nicht Brot oder Müsli, sondern frühstückt stattdessen gerne ein kräftiges Hähnchen-Shawarma-Sandwich, das für ihn bei seinem stressigen Terminkalender ideal ist. Anschließend beginnt Selenskyj aber nicht direkt mit Meetings und Politik. Stattdessen geht der 1,73 Meter große Selenskyj erst einmal in den Gym-Bereich seines Privathauses in Kiew, was Anfang des Jahres nur knapp von russischen Raketenteilen verfehlt wurde, oder alternativ in das Fitnessstudio seines Bunkers. Hier stählt der Präsident dann mit unterschiedlichen Übungen und Geräten seine Muskeln und stemmt beispielsweise Gewichte auf der Hantelbank. Aber auch Klimmzüge stehen auf dem morgendlichen Sportprogramm. Dies hat aber auch politische Gründe. Sport steigert die Stressresistenz und fördert mentale Klarheit. Immer an seiner Seite sind dabei seine beiden Hunde, Peter und Nora, mit denen er vor Kriegsausbruch anschließend auch oft selbst in der Nachbarschaft Gassi gegangen ist. Doch auch wenn Selenskyj seine körperliche Fitness nach wie vor sehr wichtig ist, muss er seine geliebten morgendlichen Sportübungen mittlerweile oft ausfallen lassen, da eigentlich rund um die Uhr wichtigere Dinge anstehen, um die er sich kümmern muss. Tatsächlich ist der Präsident in der aktuellen Situation sogar so eingespannt, dass er laut eigenen Angaben nie mehr als 4 Stunden pro Nacht schläft und nach dem Frühstück sofort mit der Arbeit beginnen muss. Wie sehr sich dies mittlerweile schon auf den Zustand seines Körpers ausgewirkt hat, wird im direkten Vergleich zweier Bilder von ihm deutlich, die einmal direkt vor Kriegsausbruch und einmal lediglich 50 Tage später aufgenommen wurden. Wie Selenskyjs Arbeit ab dem Vormittag dann konkret aussieht, unterscheidet sich aktuell natürlich von Tag zu Tag und hängt immer von der aktuellen Nachrichten- und Bedrohungslage ab. Sicher ist jedoch, dass der Präsident einen Großteil seines Tages, sollte er nicht gerade auf Außenterminen unterwegs sein, in seinem Bunker in Kiew verbringt, dessen genauer Standort streng geheim ist. Das gesamte Gebiet rund um den Präsidentenbunker ist mit Straßensperren abgeriegelt und es patrouillieren bewaffnete Truppen mit Hunden in der Gegend. Ohne das tagesaktuelle Passwort zu kennen, kommt man nicht einmal in die Nähe des Bunkers. Der Bunker selbst ist natürlich noch einmal mehr abgeriegelt und alle Fenster sind abgehangen, damit kein Licht nach außen dringen kann. Sogar Kekse und eine Flasche Rotwein, die einige Reporter dem Präsidenten als kleines Aufmunterungsgeschenk bei einem Interviewtermin mitgebracht hatten, wurden sofort aus Sicherheitsgründen von Wachen beschlagnahmt. Trotz all der heftigen Sicherheitsvorkehrungen ist Selenskyjs Bunker jedoch überraschend hübsch eingerichtet und verfügt über teure Teppiche, hochwertige Sitzmöbel, kunstvolle Wandverzierungen und schicke Holztüren mit goldfarbenen Klinken. Und so wirkt Selenskyjs Arbeitsplatz unter der Erde tatsächlich eher wie ein Schloss als ein karger Bunker. In Wirklichkeit ist der Bunker aber vor allem eines: die Schaltzentrale des Präsidenten, in der er aktuell meist Tag und Nacht verbringt und exakt 2 Dinge tut, nämlich Work and sleep. That's it. Genau, Work and Sleep, zu Deutsch Arbeiten und Schlafen. Für seine Familie oder Hobbys, mit denen er seinen restlichen Tag gestalten könnte, fehlt dem Präsidenten in der augenblicklichen Lage schlichtweg die Zeit. Selbstverständlich wird von ihm auch erwartet, dass er sich jetzt ausschließlich um sein Land kümmert und alle persönlichen Bedürfnisse hinten anstellt. Vor Ausbruch des Krieges sah Selenskyjs Tagesablauf jedoch natürlich noch anders aus. Nachdem er tagsüber gearbeitet hatte, fand der Ukrainer am Abend üblicherweise noch Zeit, mit seiner Familie zu essen und sich mit dieser über die Neuigkeiten des Tages auszutauschen. Außerdem spielte Wolodymyr Selenskyj auch sehr gerne vor dem Schlafengehen noch etwas Gitarre, ein Instrument, was er übrigens schon seit seiner Zeit in einer Schülerband beherrscht. Auch Fahrradfahren, Outdoorsport und Ausflüge ans Meer oder Besuche von Fußballspielen standen häufiger auf dem Programm.
Ob und wann der Präsident jemals wieder zu seinem normalen Tagesablauf zurückkehren kann, in dem wenigstens auch etwas Zeit für seine Familie, Freizeit und Hobbys bleibt, steht aktuell in den Sternen. Seine Frau Olena, die übrigens als Drehbuchautorin arbeitet, schilderte in einem Interview, dass sie die Disziplin ihres Mannes bewundern würde und dass jeder einzelne Tag für ihn zurzeit folgendermaßen starten würde. Der Wecker klingelt, er steht auf, putzt sich die Zähne, zieht sich an und geht. Anschließend arbeite Selenskyj bis zur absoluten Erschöpfung. Sie mache sich Sorgen um seine körperliche Gesundheit, gab die ukrainische First Lady außerdem an. Falls sich die Situation für die Ukraine entspannen sollte, wird Selenskyjs Tagesablauf also vermutlich erstmal drei Prioritäten haben: Familie, Schlaf und Entspannung. Möge in der Ukraine bald wieder Frieden herrschen.